Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem 153. Blogbeitrag. Und aus aktuellem Anlass habe ich heute jetzt das Thema vorbereitet: Besichtigung während der Corona-Krise. Das ist natürlich mehr als präsent, wenn es darum geht, wie kann ich mein Geschäft weiterführen. Natürlich ist die Ausgangssituation, ich brauche überhaupt erstmal Anfragen dafür, auch zum Beispiel eben über die klassischen Portale, wo auch Kunden eben eine Anfrage für eine Besichtigung dann machen. Und da möchte ich einfach ein paar Informationen jetzt mal weitergeben, wie der aktuelle Stand hier ist, auch von der offiziellen Seite aus, weil es etwas ja diffizil ist, auch hier wieder die richtige Antwort weiterzureichen. Es gibt auf der einen Seite eben von der Bundesregierung Empfehlungen und Vorgaben, die jetzt letztendlich auch durch die Presse gehen. Hier erstmal kurz das, was jetzt eben offiziell auch kommuniziert wird. Was ist rechtlich möglich, wenn es auch eben um Geschäftstermine geht? Lassen Sie mich also das mal kurz anlesen. Der Weg zur Arbeit, zur Notbetreuung, Einkäufe, Arztbesuche, Teilnahme an Sitzungen, erforderlichen Terminen und Prüfungen. Diese sind weiterhin möglich. Darunter wird man auch sagen, erforderliche Termine ist natürlich auch weit dehnbar. Aber wenn ich sage, ich bin Immobilienmakler und brauche einen Termin mit einem Kunden, dann ist es ein erforderlicher Termin. Wie erforderlich ist natürlich mit Sicherheit auch wieder interpretationsfähig. Nur, wenn Termine stattfinden, ist natürlich eines ganz wichtig. Das sind natürlich die Vorsichtsmaßnahmen, die Abstandsregelung und natürlich auch die hygienischen Maßnahmen, die dann umzusetzen sind, ob es auch die Schutzmaske ist oder auch vielleicht die Handschuhe, die Hände vor einem Termin zu waschen, danach eben keinen persönlichen Kontakt zu haben. Das wäre eigentlich die Übersetzung dafür, dass man auch, um sein Geschäft fortzuführen, und natürlich liegt da auch den Regierungen etwas daran, natürlich nicht alles stillstehen zu lassen, sondern das, was eben vertretbar ist, auch natürlich zu legitimieren. Ich habe jetzt letzte Woche am Freitag ein Webinar zu dem Thema auch Coronavirus und Notfallplan für Immobilienmakler durchgeführt und habe da die Gelegenheit genutzt, mal eine Umfrage zu machen der Makler, die eben dann auch mit dabei waren. Da war die Aussage, ob wenn Besichtigungen aktuell durchgeführt werden, das waren 63%, die Ja gesagt haben, 37%, die Nein gesagt haben. Heißt also auch hier, es werden aktuell noch Besichtigungen gemacht, es werden weniger Besichtigungen gemacht, weil die Anfragen eben deutlich zurückgegangen sind, aber es werden Besichtigungen gemacht. Jetzt heißt es, was heißt es aber für mich in meinem Bundesland, weil das ist eben der nächste Schritt. Weil jeder hat es oder viele haben es mitbekommen, dass es ja unterschiedliche Regelungen gibt. Und gerade Bayern ist hier etwas nach vorne geprescht, um zu sagen, okay, was wird denn alles eben vermieden? Hier nochmal ein Artikel auch aus dem Internet, wo sich jetzt auch wieder Rechtsanwälte und auch Verbände damit auseinandersetzen. Auch hier wird wieder unterschieden für was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Gerade im Bundesland Bayern. Das Bundesland Bayern hat zwischenzeitlich die Ausgangsbeschränkung konkretisiert und grundsätzlich auch Wohnungsbesichtigung für unzulässig erklärt. Also die Übersetzung, nein, ist nicht möglich. Jetzt gibt es wieder die Ausnahmen. Ausnahmsweise sind Wohnungsbesichtigungen möglich, wenn andernfalls Wohnungslosigkeit bzw. aus Vermietersicht Wohnungsleerstand und daraus resultierende erhebliche finanzielle Engpässe entstehen. Na, ich denke, das kann man auf jeden Vermieter übersetzen, weil ich denke, dass es nicht so weit geht, dass man, wenn wirklich jetzt eine Prüfung stattfinden würde, man so weit geht, einen Vermieter zu prüfen, ob der im Engpass ist, ob es wieder legitimiert ist, als Makler so eine Besichtigung zu machen. Ich denke, jedem ist die Situation mehr als klar, wie vorsichtig man hier vorgehen muss. Es ist aus meiner Sicht auch eine sehr individuelle persönliche Entscheidung, eben zu sagen, wie weit man selbst eben sich dazu überhaupt in der Lage fühlt, eben diesen Risikofaktor für sich anzunehmen oder nicht. Wir wissen auch, dass in Tankstellen, in Supermärkten, Apotheken, auch Ärzte und Ähnliches natürlich auch dort ein quasi Kontakt entsteht, aber man auch diesen Schutzmechanismus mit einbaut, um eben nicht die Gefahr zu haben, dann hier in diese Ansteckung vom Coronavirus zu kommen. Ich möchte einfach aus meiner Sicht das jetzt mal so weiterreichen, dass es allgemeine Regelungen gibt, ganz bestimmt. Aus meiner Sicht ist es nicht so weit, dass man hier einem Immobilienmakler, der mit voller Verantwortung einen Termin vereinbart mit einem Kunden, natürlich keine Massenbesichtigung, auch nicht, wo die ganze Familie da ist, aber vielleicht mit einem
Partner oder letztendlich einem Kunden erstmal eine Vorortbesichtigung durchführt mit dem gebührenden Abstand, wo dann auch die Parteien, die Eigentümer nicht in irgendeiner Weise dann in Kontakt treten und überspitzt vielleicht auch mal eine halbe Stunde im Keller sich aufhalten, um wirklich hier eine Sicherheitszone einzubauen, aber um trotzdem weiterhin eben Geschäfte machen zu können. Und natürlich muss man sich fragen, in der Situation, es ist ja schon schwierig genug, aber jetzt aus seiner Sicht komplett eben zu 100% darauf zu verzichten, würde heißen, mindestens dann eben die virtuelle Besichtigung anbieten zu können, indem man sagt, ich habe ein Video zum Beispiel gedreht, das kann sich ein Kunde dann anschauen, um die Option zu haben, trotzdem noch eben Richtung Kaufverträge eben auch etwas zu erarbeiten. Dafür ist wieder notwendig, regional zu wissen, ob der Notar auch eben aktiv ist. Würde denn, wenn eine Kaufentscheidung kommt, auch ein Notartermin möglich sein? Das heißt, der erste Schritt vor der Besichtigung, um auch da letztendlich wieder zielführend mit seinen Kunden umgehen zu können, ist zu wissen, wie kann überhaupt ein Kaufvertrag zustande kommen. Nämlich trotz dieser ganzen ja, angespannten Situation wird es Kunden geben, die sagen, wir wissen auch, dass das eben ein temporärer Zustand sein wird. Wir wollen diese Wohnung jetzt kaufen und sehen einfach optimistisch in die Zukunft. Und darauf, denke ich, kann man auch vorbereitet sein. Ich hoffe, dass Sie für sich eben die richtige Entscheidung treffen, hinter der Sie natürlich auch dann persönlich stehen können, entweder die Technik zu nutzen, um letztendlich dann mit Kunden ja, sich auszutauschen, Möglichkeiten zu haben für eine Erstbesichtigung, nur dann zu sagen, wann tatsächlich ganz offiziell jegliche Sperre und auch Kontaktproblematik dann außen vor ist. Das, denke ich, kann keiner von uns heute sagen, ob das noch 3 Wochen sind, 6, 8 Wochen. Von daher, so lange müsste man ja dann warten. Aber vielleicht kann man in der Zwischenzeit trotzdem auf andere Wege schon, trotzdem mit natürlich 100%iger Sicherheit, was eben die Schutzmaßnahmen angeht, trotzdem einen Schritt weiterzumachen mit seinen Kunden. Ich hoffe, dass Sie für sich die richtige Entscheidung treffen. Ich möchte einfach oder wollte heute bei dem Blogbeitrag mal das bisschen aus der Perspektive eben betrachten, wie tiefer Ziel es ist, weil eben unterschiedliche Bundesländer auch hier bestimmte Vorgaben machen. Natürlich tauscht man sich aus, mit Sicherheit auch unterhalb dann den Maklerkollegen, wie etwas gehandhabt wird. Eine Statistik habe ich Ihnen weitergereicht. Sie wären also ganz bestimmt nicht der Einzige, der Besichtigung macht. Ich wünsche mir natürlich für Sie am wichtigsten natürlich die Gesundheit, aber vielleicht auch eben den Kurz- und Mittelweitblick zu sagen, was das für das Business heißt, dass man halt hier wirklich auch noch die Möglichkeiten hat, dann mit seinen Kunden trotzdem in der Situation Abschlüsse machen zu können. Ja, so viel für den heutigen Blogbeitrag. Ich wünsche Ihnen alles Gute und freue mich, wenn Sie in 2 Wochen dann wieder, nicht in 2 Wochen, nächste Woche wieder bei unserem nächsten Blogbeitrag wieder dabei sind. Also bis dahin, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund, Ihr Markus Langenbach.